Chinesische Aktien sind die letzten Wochen wieder verprügelt worden ohne Ende. Und jetzt aber plötzlich ein Anstieg, zum Beispiel beim Hang Seng Tech Index um fast 30% innerhalb von 2 Tagen. Was ist da passiert und ist es für China-Aktien jetzt der große Befreiungsschlag? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Am Montag, da ging es hier ja um Alibaba und um das rattenschlechte Sentiment, unter dem die Aktie da gelitten hat, eben schon seit Monaten. Und am gleichen Tag ist Alibaba ja in den USA dann wieder stark gefallen, also nochmal um 11% oder so. Und dann am Dienstag auch wieder. Ich weiß gar nicht mehr, um wie viel dann am Dienstag. Und darum bedanke ich mich auch ganz herzlich bei allen, die hier meinem Aufruf gefolgt sind und die hier für die Alibaba-Aktie Raketen gepostet haben und Herzchen und Pokale und gehobene Daumen. Es hat am Ende doch geholfen. Gestern ist Alibaba in Hongkong um 27% nach oben geschossen und in den USA sogar um fast 37%. Also wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft immer noch Voodoo. Aber nicht nur Alibaba sind nach oben geschossen, der gesamte Markt ist nach oben geschossen. Der Hang Seng China Enterprises Index, der einen Tag vorher noch auf dem tiefsten Stand war seit der Finanzkrise, also nicht seit der Corona-Krise, sondern seit der Finanzkrise 2008, der ist gestern um 12,5% nach oben geschnellt. Und da Hang Seng Tech Index ja sogar um über 22% und heute nochmal deutlich. Wobei das natürlich der Index war, der vorher auch besonders stark gefallen ist. Chinesische Aktien sind die letzten Wochen eben massiv gefallen und sind immer noch hochvolatil. Also man könnte meinen, die Anleger hätten Angst, dass es China morgen nicht mehr gibt. Und das in einer Marktphase ja auch, in der die europäischen Börsen schon wieder ganz gut gestiegen sind, wegen der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine. Der DAX ist gestern ja auch nochmal um 4,4% fast gestiegen, liegt jetzt seit seinem Tief vor 2 Wochen schon wieder auch, ja, so 13% im Plus. Dazu sage ich nachher auch noch was. Aber China ist eben gegen diesen Erholungstrend erstmal stark gefallen. Also was ist jetzt passiert, dass der Markt plötzlich derart dreht? Um es gleich zu sagen, so wahnsinnig viel ist gar nicht passiert. Es gab die Meldung in den chinesischen Staatsmedien, dass die chinesischen Regulierer und die amerikanischen Regulierer, dass die jetzt zusammenarbeiten würden, um da eine Lösung zu finden für dieses Delisting-Problem. Dass also in den USA die börsennotierten China-Aktien 2024 delistet werden könnten. Ist eine tolle Sache, nur das Gleiche haben die chinesische Börsenaufsicht und das Finanzministerium am Freitag auch schon gesagt. Nur da hat es noch keinen interessiert und die China-Aktien sind dann ja erstmal tagelang noch weiter gefallen. Und ich verweise dazu auf mein Alibaba-Video und ich verweise auch auf die vielen, vielen anderen Videos, die ich gemacht habe zu dem Delisting-Thema. Und ich kann es nur nochmal sagen, es ist eine Farce. Es ist eine Farce, wenn Technologieaktien in Hongkong an einem Tag um 22% steigen, weil möglicherweise die Delisting-Gefahr zurückgeht für chinesische Aktien in den USA. Weil in Hongkong sind genau die Aktien, die dadurch ja nicht in Gefahr sind, weil sie entweder überhaupt nicht in den USA gehandelt werden oder aber weil sie in Hongkong schon ihr Zweitlisting haben und darum auch nicht verschwinden, wenn sie in den USA delistet werden. Bei den Aktien, die in den USA sind, aus China und die woanders noch kein Listing haben, da mache ich mir auch langsam Sorgen, das ist schon klar. Aber doch nicht um die, die in Hongkong sind und die das Problem schon gelöst haben. Und daran sieht man ja auch schon, wie aufgeblasen das ganze Thema inzwischen schon ist und wie die Anleger eben auch da langsam komplett durch den Wind sind. Wenn man sieht,
dass zum Beispiel Xiaomi, die in den USA gar nicht gelistet sind, dass die gestern in Hongkong um 16,5% gestiegen sind. Wenn man sieht, dass Alibaba, die jetzt seit 2 Jahren ihr Hongkong-Zweitlisting haben, um 27% gestiegen sind gestern, oder dass JD.com, die auch schon in Hongkong-Zweitlisting haben, dass die sogar um 36% gestiegen sind. Es ist völlig unfassbar. JD.com habe ich im letzten Video auch erwähnt. Aber eben leider nur kurz, obwohl ja viele Leute interessieren sich natürlich für JD.com genauso wie für Alibaba. Und das holen wir jetzt auch nach. Sie kriegen nächste Woche von uns einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir Alibaba und JD.com, die beiden chinesischen E-Commerce-Riesen eben, die ja beide auch stark gefallen sind, wo wir die eben mal gegenüberstellen, wo wir die Strategie gegenüberstellen, die letzten Zahlen und beide mal im Detail auch vergleichen hier. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis, dafür müssen Sie sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag nochmal. Dann hat es aber noch eine gute Nachricht gegeben für China-Aktien. Der chinesische Staatsrat hat erklärt, man wird jetzt die Wirtschaft stützen, man wird den Finanzmarkt auch stützen, man will für Stabilität sorgen am Finanzmarkt und man will auch die Sektoren stützen, die Probleme gekriegt haben durch die Regulierungen im letzten Jahr. Und das ist schon wirklich positiv, weil man daran sieht, die chinesische Regierung, die hat jetzt eben verstanden, dass sie mit dieser Regulierungswelle schon auch Schaden angerichtet hat und dass sie das jetzt eben auch erkannt hat und feststellt, sie muss da jetzt auch mal ein bisschen gegensteuern. Das ist wirklich ein positives Signal, würde ich sagen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es mit den Regulierungen jetzt komplett vorbei ist. Aber es heißt wahrscheinlich schon, dass wir das Schlimmste da in die Richtung hinter uns haben. Und dass Peking eben den Technologiesektor, den es da gibt, eben auch nicht zerstören will, so wie das viele ja mittlerweile behaupten, sondern dass es ihn eben in erster Linie regulieren will, systemkonform machen will auch. Das Ganze ist eine Gratwanderung, selbstverständlich, aber das hat man jetzt aber eben offenbar auch erkannt, was eine sehr gute Nachricht ist. Und außerdem haben sie auch eine Immobiliensteuer, die sie eigentlich einführen wollten, um damit den Immobilienmarkt zu drosseln. Die ist jetzt wieder abgeblasen worden, wegen der Immobilienmarktkrise natürlich. China Evergrande und so weiter. Was sie aber nicht gemacht haben, die Notenbank hat nicht die Zinsen gesenkt, also so dramatisch ist die Lage dann offenbar doch nicht aus Sicht von der chinesischen Regierung zumindest. Und sie haben auch für dieses Jahr ein Wachstumsziel ausgegeben von 5,5%, was ja auch relativ optimistisch ist. Und die Daten für Januar, Februar jetzt, die waren auch wieder überraschend gut. Also die Industrieproduktion in China, die ist zum Beispiel zum Vorjahr wieder um 7,5% gestiegen, deutlich besser als erwartet. Genauso die Einzelhandelsumsätze, auch da ein Plus von 6,7%. Von daher, es war nicht alles schlecht, um es mit Eva Herrmann zu sagen. Wir haben auch gute Entwicklungen wieder gehabt, nachrichtenseitig in China, die nur keiner mehr zur Kenntnis genommen hat, natürlich in dieser ganzen Panik und in dieser ganzen Verkaufswelle. Es war schlimm und die Krone hat dem Ganzen natürlich aufgesetzt, dass da ja am Montag das China-Team von JP Morgan, das hat chinesische Aktien am Montag ja für uninvestierbar erklärt. Und das von JP Morgan, bis jetzt diejenigen, die mit am stärksten ja davon überzeugt waren, dass man China kaufen muss, dass China der große Outperformer werden könnte dieses Jahr. Ich habe ja erst Anfang Februar dazu auch ein Video gemacht. Und jetzt ist China plötzlich uninvestierbar und Dutzende von chinesischen Aktien, da haben sie auch die Kursziele runtergesetzt von heute auf morgen um bis zu 80%. Einfach so, ohne dass wirklich was passiert wäre. Vom Timing her natürlich ganz fabelhaft, 2 Tage vor der großen Erholungsrallye in China. Die können einem schon fast leid tun. Ich verstehe es in gewisser Weise natürlich. Die haben natürlich auch gesehen, dass die chinesischen Aktien abstürzen und abstürzen und dann sind sie eben doch umgefallen am Ende. Ist irgendwo nachvollziehbar. Die werden sich jetzt bestimmt auch viel anhören müssen. Aber ganz so viel Mitleid habe ich mit denen dann auch nicht, weil
Extraordinary claims require extraordinary evidence, wie man so schön sagt. Und wer sowas sagt, der muss schon sehr gute Begründungen dafür haben. Einen Markt wirklich für uninvestierbar zu erklären, ist ein starkes Stück. China ist weder Venezuela oder Nordkorea, noch geht China gerade unter. Und zwar auch nicht China, das die Ukraine angegriffen hat, sondern Russland, um das daran vielleicht mal zu erinnern. Es gibt natürlich Probleme nach wie vor in China. Die Regulierungspanik, wo es jetzt wahrscheinlich besser wird insgesamt. Dann haben wir natürlich grundsätzlich ein schwaches Wachstum nach wie vor wegen der Immobilienkrise, auch wegen Omikron, wegen der Covid-Politik. Es gibt jetzt wieder einen riesen Lockdown in Shenzhen, in Shanghai könnte das vielleicht auch noch kommen. Das sind schon Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass China dieses Wachstumsziel von 5,5%, dass es das dieses Jahr wirklich erreicht. Also da müssten sie schon immens viel Geld reinbuttern jetzt. Und dazu kommen dann ja auch noch die globalen Probleme, die wir generell haben. Also ein steigender Preisdruck eben, der zusammenkommt wieder mit einer Wachstumsabschwächung. Das ist ja in China auch so. Nur das ist eben ein Problem, das haben wir alle. Und darum ist mir auch bis jetzt nicht so ganz klar geworden, warum sich unsere Börsen jetzt schon wieder so gut erholt haben und dass China ja erstmal zusammengeklappt ist. Weil wir stehen ja vor dem Problem, dass wir jetzt im Abschwung die Geldpolitik straffen müssen. Und dagegen China. China hat ja im Prinzip sogar noch Spielraum, dass es die Zinsen sogar senken könnte. Aber wie auch immer, also es sind natürlich alles ganz reale Sorgen, ganz reale Bedenken, die man auch haben muss als Anleger, aber es ist eben auch nicht neu das Ganze. Das Sentiment war verheerend für China, Indizes wie der Hang Seng China Enterprises Index oder so waren eben auf dem tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt. Es gibt auch Einzelaktien, die sind allein dieses Jahr oder auf Jahressicht um 80-90% gefallen. Also wo man schon sagen kann, da ist die fundamentale Lage höchstwahrscheinlich um einiges besser als die Marktlage. Es ist viel eingepreist. Wir haben Raum für positive Überraschungen, wenn sich die Wahrnehmung leicht ändert am Markt. Und wie schnell das gehen kann, das haben wir ja gestern und heute auch gesehen. Und darum sage ich das zu China-Aktien, was ich schon länger sage. China-Aktien sind natürlich spekulativer im Moment. Ich würde auch keinem nach wie vor raten, dass er da volle Kanne reinrennt und da jetzt Haus und Hof dafür versetzt. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich schon der große Wendepunkt ist. Es ist natürlich ein sehr, sehr positives Signal, das wir gerade haben. Aber auf mittlere Sicht und bei den Bewertungen, die wir nach wie vor haben, bin ich immer noch der Meinung, dass das eher eine Chance ist, der chinesische Aktienmarkt gerade. Vor allem für Value-Anleger. Wer Value-Anleger ist, der wird in China im Moment wirklich fündig. Und abgesehen davon, China eignet sich natürlich auch zur Streuung von einem Portfolio, weil die Erfahrung natürlich auch zeigt, chinesische Aktien entwickeln sich gern mal gegenläufig zum europäischen Aktienmarkt oder am amerikanischen Aktienmarkt. Und was diese, unsere Börsen betrifft, wie gesagt, der Markt spielt jetzt natürlich im Moment offenbar wieder durch, dass es vielleicht bald eine Lösung gibt im Ukraine-Krieg. Es wäre ja auch das Vernünftigste und meistens glaubt man ja auch, dass sich Vernunft durchsetzt am Ende. Das hat man allerdings schon mal geglaubt am Markt, nämlich kurz vor dem russischen Einmarsch. Ging mir ja auch nicht anders. Alle hoffen natürlich das Beste im Moment, aber man muss schon auch betonen, erstens, es weiß keiner, was die nächsten Tage passiert. Und auch wenn es jetzt wirklich einen Waffenstillstand oder sowas gäbe, dann ist es aus Anlegersicht natürlich immer noch so, dass die ganzen Sanktionen, die Embargos und die Handelsbeschränkungen, die werden nicht automatisch dann auch gleichzeitig sofort wieder wegfallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt dann alles in Wohlgefallen wieder auflöst. Und trotzdem geht es hier auf dem Kanal nächste Woche wieder um russische Aktien. Und zwar um die ganz wenigen russischen Aktien oder Aktien mit Russlandbezug, die man immer noch handeln kann.
Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abartig, aber es interessiert einfach viele Anleger, weil das natürlich jetzt auch Penny Stocks sind in den meisten Fällen und es wird eben auch relativ wenig darüber berichtet. Darum mache ich nächste Woche dieses Video. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Am besten Sie abonnieren meinen Kanal, dann auch die Glocke drücken, da werden Sie dann auch benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Sie verpassen keins mehr und Sie unterstützen mich damit natürlich auch. Nächste Woche also wieder Russland, sofern wir nicht überholt werden von der Entwicklung, was zurzeit dann natürlich schnell passiert im Moment. Ich wollte heute auch ein ganz anderes Thema machen, aber diese Wahnsinnserholung bei den China-Aktien, das hat dann natürlich für heute Vorrang gehabt. Dann bis demnächst. Denken Sie noch dran, dass Sie sich eintragen für die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, also nächste Woche Alibaba versus JD.com. Welche Aktie ist besser? Auf www.zukunfts-märkte.de. Und machen Sie natürlich fleißig weiter und posten Sie weiter fleißig Raketen und Herzen für die Alibaba-Aktie. Und wenn wir sie wieder bei $300 haben, dann können wir uns ja auch überlegen, welche Aktie wir hier dann als nächstes hochpushen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.